Am 27. April hat die Wandergruppe von der Männerriege AS Brattelen im Rahmen von einer Wanderung das Naturschutzgebiet Kilpen-Bediegte besucht. Kilpen ist ein Naturschutzobjekt von nationaler Bedeutung. Auf etwa 30 Hektaren gibt es hier Magerwiesen mit Krüppelföhren und einigen Waldpartien. Das Gelände ist ein Relikt aus dem Mittelalter, wo das Vieh in den Wäldern geweidet hat. Wahrscheinlich wegen der äußerst mageren Böden hat das Kilpengebiet bis in neueste Zeit kein landwirtschaftliches Interesse gefunden. Zum Glück. Heute ist es eine wahre Fundgrube von Pflanzen und Tieren. Allein 22 Orchideenarten kommen hier vor. Nach einer kurzen Einführung machen wir uns auf den Weg ins Schutzgebiet, wo die schmalen Wege nicht verlassen dürfen werden. Rasch wird klar, um die alte Artenvielfalt zu erhalten, muss heute die traditionelle Nutzung künstlich nachgeahmt werden. Da Waldpartie, die gerade kürzlich ausgelichtet worden ist. Wir begegnen Helferinnen und Helfer, die im Gelände Äste zusammenräumen. Offenbar sind wir gerade zu der Hochblüte der Spinnragwurzel getroffen. Auch wenn sie unscheinbare Blüten haben, Dutzende von diesen Pflanzen sind nicht zu übersehen. Auf einer Wiese leuchtet uns Weiss vom langblättrigen Waldvögel entgegen. Die männliche Orchis fällt schon von weitem auf. Die Blütenstände der Helmorchis sind gerade frisch aufgegangen. Neben den Orchideen gibt es auch weniger prestigeträchtige Pflanzen, die aber gerade so dekorativ sind. Hier als Beispiel die warzige Wolfsmilch, die typisch ist für den Jura. Der Wiesenbuchsbart scheint attraktiv zu sein für Insekten. Den Salomonziegel trifft man überall an. Neben bekannten Sträuchern, wie zum Beispiel der wollige Schneeball, gibt es auch ein paar Besonderheiten. Wie zum Beispiel die wilde Berberitze. Oder die filzige Steinmispel. Eine eigentliche Charakterpflanze im Schutzgebiet ist der Wacholder. Seine Beeren dürfen auch heute in einem guten Sauerkraut nicht fehlen. Wir verlassen jetzt das Naturschutzgebiet Kilpen im Bewusstsein, ein Naturjuwel besucht zu haben.